Herzlich willkommen zu Folge 91 von Die Siedler 2 History Edition Römische Kampagne Mission 8. Ich bin's wieder, dein Simon. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe gerade schon mal aufgenommen gehabt. Bisschen ärgerlich, weil, also nicht aufgenommen. Ich habe gedacht, ich hätte die Aufnahme gestartet, habe ich aber nicht. Generell wird es heute, glaube ich, eher eine ruhigere Folge. Ich habe mir hier überlegt, bei der letzten Folge schon, dass wir hier eine Festung hinhauen. Wenn wir die drei Festungen mit Generälen ausgestattet haben. Das ist so ein bisschen, was ich mir vorgenommen habe. Wir haben hier noch eine Kohlemine offen. Ich würde trotzdem, dann machen wir 5 Kohle, dass wir ein bisschen Überfluss, bisschen mehr produzieren, als wir verbrauchen. Das schaffe ich auch mal nach drüben. Genauso hier machen wir die raus. Soll ruhig hier nach vorne getrieben werden. Unsere Schmiede scheint es aber wegzuarbeiten, was hier aus den beiden Eisenschmelzen rauskommt. Bin trotzdem am Überlegen, eine zweite Schmiede zu bauen. Einfach, dass wir schneller eine größere Einheitenanzahl aufbauen. Okay, wir gehen hier mal durch. Wir haben nämlich hier unten die beiden Goldvorkommen sind aufgebraucht. Was haben wir noch? Wir haben hier eine Fischhütte, die weg kann. Oh ja, wir können hier weiterbauen. Ja, so weit war ich auch schon, deswegen überrascht mich das jetzt nicht mehr so, oder haut mir nicht mehr so die Freudentränen ins Gesicht. Nach dem Motto, so, wir gehen hier weiter. Dass wir hier nichts kaputt machen. Wir werden auch hier keine Münzen brauchen. Zumindest gehe ich aktuell davon aus, dass wir das nicht brauchen. Trotz allem. Schließen wir hier mal eine Fischhütte schon mal an. Mit der Wachstube warten wir, weil ich möchte hier unbedingt möglichst schnell zu den Steinvorkommen kommen. Ja, da haben wir das letzte Mal den Turm verloren. Alles nicht so schön. Dann jetzt 5 Kohle und 3 Eisen. Sollte reichen. Wir haben schließlich vier Gebäude, die Kohle verbrauchen. Zwei, also dann haben wir jemals eine Mine drüber. Das haben wir jetzt schon eingestellt. Okay. Sehr gut. Offensichtlich schreitet die Münzproduktion gut voran. Dass wir mit unseren Einheiten auch starten kommen. Wenn wir hier halt
die Festung bauen. Weil hier wird auch nicht mehr besetzt. Also sie scheinen nicht mehr so stark aufgestellt zu sein, der gelbe Gegner tatsächlich. Dann können wir vielleicht auch noch hier die Ressourcen beanspruchen. Wenn wir das brauchen sollten. Ah, vielleicht wird auch hier was gelevelt. Aktuell weiß ich nicht, wo die Münzen hingehen. Ah, hier ist noch eine reingewandert. Auch erstaunlich, wie lang dieses Bergwerk hier durchhält. Das hier können wir noch wegmachen. Das Katapult kann jetzt die Wachstube weghauen. Macht es auch erfolgreich, sehr schön. Das kann weg. Wir können nochmal die ganzen Wege hier abreißen. Ist nichts super Wichtiges, aber wird zumindest der andere Esel frei. War hier gar keine Verbindung mehr? Wann haben wir die denn verloren? Oder wann habe ich die abgerissen? Das war aber nicht hier mit bei, oder? Egal, es sollte jetzt funktionieren. Warum sind hier drei Leute drin? Wegen der Grenze wahrscheinlich. Warum? Die Grenze hier ist doch weiter weg als die Grenze hier. Ich verstehe es nicht so ganz. Wegen einem Soldaten brauchen wir hier nicht drum machen. So, hier geht's los. Sehr schön, da kommen jetzt die Münzen. Es geht zügig voran. Das ist doch ganz nice. So, wir gehen wieder durch. Fischhütte. So, das ist das nächste. Und auch hier lassen wir mal kundschaften. Ich habe ja die Hoffnung, dass auf der Insel hier keine Gegner vorhanden sind, aber wer weiß. So hundertprozentig sicher bin ich mir dann nicht. Okay, hier geht's auch los, die Ostmünzen rein. Sehr schön. Wenn wir das alles hier auf Generäle haben, dann baue ich die Festung. Bis dahin sollten wir auch das Steinvorkommen erschlossen haben. Weil wir haben echt nicht mehr wirklich was an Steinen. Das hier oben würde ich auch noch gerne mitnehmen. Das könnte uns die Festung vielleicht auch erschließen hier noch. Von dem her läuft das hoffentlich. Es läuft. Ist auch noch genügend Gold vorrätig. Sehr schön.
Da ist bald alles ausgelagert. Hier dauert es noch ein bisschen länger. Warum wird denn hier Getreide? Mehl eingelagert. Haben wir echt so ein Problem mit Wasser? Ich mache hier nochmal einen Brunnen. Lasse ich hier auf jeden Fall nicht mehr einlagern. Soll ich auf die beide verteilen. Wir haben hier auch einen Getreideüberschuss. Hier allerdings haben wir kein Getreide. Machen da noch eine Verbindung. Ich meine, wir haben noch lang keinen Mangel an Nahrungsmitteln. Von dem her sehen wir das mal entspannt. Ich glaube, tatsächlich wichtiger ist, dass wir jetzt erstmal an Stein kommen. Und dass wir hier schnell die Einheiten nach oben geballert bekommen. Zu generieren. Sprich, dass wir Gold bekommen, Goldmünzen. Okay, hier. Damit ist das letzte Bergwerk hier Geschichte. Schließen wir das an. Hier brauchen wir keine Münzen. Okay, das ist gar nicht mal so nice. Das kann weg. So. Das Kohle wird abtransportiert. Mit dem Eisen scheint es hier schlecht voranzugehen. Also mit dem Eisenerz. Machen wir einfach nochmal eine Verbindungslinie. Dass das über. Das ist natürlich auch hier nicht so geil, ich verstehe. Wir haben da eine harte Linie. Die wir mal doppeln werden.
Sieht nicht schön aus, hat aber die letzten Male auch funktioniert, dass wir das gemacht haben. Können wir das zumindest hier hinten entzerren. Hier bleibt es natürlich trotzdem. Nicht ganz so geil. Das wird schon, das wird schon. Wie zur Hölle hat es hier Eisen hergeschafft? Das sollte ein bisschen Abhilfe schaffen. Krass, dass das hier schneller jetzt gemacht wird. Ist aber gut, jetzt sind beide sehr stark gerüstet für Angriffe, für mögliche Angriffe. Gleichzeitig haben wir hier unten die Steinbrüche am Start. Jetzt war da draußen gerade ein Motorrad rum oder was? Ja. Damit belassen wir uns mal bei der Folge. Vielen, vielen Dank fürs mit dabei sein. Wir haben jetzt hier wieder eine schöne. Ja. Ein schönes Steinvorkommen. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank fürs mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen oder rein. Ciao, ciao.